Ihr Moinsen, liebe YouTuber, ihr habt's wahrscheinlich schon mitgekriegt. Mein Pyromania hat jetzt wahrscheinlich seinen letzten Strike bekommen, wegen ja, wegen dieser Sache wahrscheinlich, wegen Feuerwerk und Dingsbums hier in Deutschland. Finde ich echt schade. Ich gucke jetzt nochmal die Kommentare nochmal durch hier und werde das Video jetzt nochmal durchlaufen Jetzt lassen. los. Also ganz ehrlich, ich finde das von YouTube echt arm, ihn wirklich zu striken, weil er hat, glaube ich, so viele geile Videos gemacht die ganzen Jahre über. Jetzt schmeißt sie ihn wirklich raus. Also, Leute, was soll so ein Scheiß? Nur wegen Hate und wegen, dass er unqualifiziert ist und so, ist er. Er ist doch voll netter Junge, ey. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Warum müsst ihr ihn striken? Warum müsst ihr ihn striken? Warum hat er jetzt schon seinen dritten Strike? Das verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich, Bro, ich bin bei dir. Und weißt du was? Das Video lade ich jetzt exklusiv für dich hoch. Weißt du was? Scheißegal, was YouTube über dich sagt, du hast die besten Videos gemacht. Weißt du was? Wir Pyro-Jungs machen jetzt alles, was an der Macht steht, um dein Kanal wieder aufrechtzuhalten. Ich werde versuchen, was ich machen kann, um deinen Kanal wieder aufrechtzuhalten, weil ich finde deine Videos echt geil. Jedes Jahr freuen mich deine Videos echt wieder aufs Neue. Und ich finde das echt eine Schande, was YouTube da mit dir gemacht, also dich zu striken. Das finde ich echt scheiße. Deswegen mache ich das Video jetzt extra für dich, ne? Um zu sehen, was jetzt noch wird. Weil ich werde jetzt auch noch wieder weiter so eine Videos machen, egal was Deutschland sagt oder nicht, ob Kacke oder nicht. Deswegen, wir Pyromagier, sage ich erstmal so, halten zusammen, ne? Silvester oder nicht, das wird immer geknallt, wo und wie. Ja. Du Schwein? Du Schwein. Okay. Erbärmlich von YouTube, muss ich auch sagen, echt. Fanboy, vielen, vielen Dank. Das wird keine Silvesters-Livestream mehr geben. Für deinen Euro, Digga, im Superchat. Oh, Honzal, grüß dich. Slowchat ist drin, Digga. Ist drin, Digga. Ja, Leute, was geht, was geht, was geht?
Ja, warum letzter Stream? Weil gestrikt worden also ist. Also anscheinend haben es echt immer noch nicht so viele von euch mitbekommen. Ich habe ja jetzt heute noch einen Beitrag verfasst auf meinem Kanal hier. Dazu. Ich habe ein Statement dazu hochgeladen auf meinem neuen Zweitkanal. Stani Fünfer! Alter, Pascal, bin zwar pleite, aber Stani Fünfer. Pascal, Digga, wenn du pleite bist, wieso spendest du mir Geld? Bitte, wieso? Sag es mir doch, bitte. Weil du wirklich ein Ehrenmann bist, glaube ich, und das wirklich brauchst, weißt du was? Ich finde das eine Schande, dass sowas nicht mehr... Ey, was ist bloß mit Deutschland los? Ey, seid ihr alle bescheuert oder was? Gebt ihr jetzt allen Rentnern Recht oder was? Ja, scheiß dies, scheiß das, Alter, ey, schmeißt die einfach raus, ey. Weißt du was? Das gab es schon seit Hunderten von Jahren, weißt du was? Und jetzt wird uns quasi verboten. Ich knalle selber sehr viel zu Silvester und immer sehr viel. Und das ist echt erbärmlich, sowas. Weißt du was? Leute wirklich aus YouTube rauszuschmeißen wegen sowas, ne? Das finde ich echt erbärmlich. Ich hätte doch einfach mein Merch oder so zu Weihnachten. Gut, jetzt ist eh schon zu spät. Das war's komplett. Nee, keine Ahnung. Ich danke dir trotzdem für deinen Fünfer, Pascal. Vielen, vielen Dank. Ich habe dazu ein Statement hochgeladen. Gib mal einen bei YouTube Mr. Pyro Manager und dann müsste da ein Statement kommen von meinem Zweitkanal. Also ich habe da jetzt einen Zweitkanal mehr erstellt und in dem Video erklärt... Ah, er hat jetzt auch noch einen Zweitkanal. Gut, dann also wurde jetzt quasi sein Erstkanal gestrikt, weißt du was? Aber weißt du was, bei seinem Pech wird es wahrscheinlich sein, dass der zweite Kanal auch gleich gelöscht wird. Ne, weil YouTube einfach nur scheiße ist momentan. Ich einfach die ganze Situation, was gerade abgeht. Ja, ich werde halt von allen Seiten momentan gefickt, so. Und deswegen wird der Kanal bald halt nicht mehr am Leben sein, so. Eigentlich wäre dieser Livestream hier heute auch gar nicht da. Stani Ehrenmann! Alter, kannst du mich grüßen? Pyro Forever, Nino Sura Siang, vielen, vielen Dank. Und ich grüße dich, vielen, vielen Dank für deinen Zweier, Bruder, vielen, vielen Dank. Stani Ehrenmann! Guck mal, Insta-DM habt ihr sofort geschrieben bezüglich der Bestellung aus dem Shop. Okay, Fantic, muss ich mal schauen. Momentan, ich bin euch ehrlich, momentan ist bei mir Instagram... Katastrophe, was DMs angeht. Ich kann gar nichts beantworten so aktuell. Das ist krank. Ja, was soll ich sagen? Was wollte ich sagen? Ich werde halt gerade von allen Seiten angepisst auf einen geilen Stream. René, freut mich, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Und jetzt wird erstmal Dr. Pepper aufgemacht, Alter. Energy natürlich. Ja, finde ich echt traurig für dich, Bro. Also, das ist wirklich... Also, ich... Das ist wirklich... Ich lade das Video jetzt wirklich für dich hoch und hoffe es wirklich für dich, dass du wieder auf die Beine kommst, dass du wieder weiterhin Videos machst und dass du einfach auf die Richtlinien von YouTube fixst, Alter. Weil das geht einfach nicht klar, was YouTube hier momentan macht. Kurz vor Silvester wird dir gesagt, nee, alles klar, in so vielen Städten ist Böller und Raketen verboten, weißt du. Da muss dann YouTube dann auch dann so sagen, nö, das mag wie nie mehr, das ist böse, ne, das ist böse für die Welt und ich muss echt sagen, ey, das geht gar nicht sowas, ne, also... Angekommen, geile Teile. War das jetzt eine Frage oder eine Feststellung? Sind die echt schon angekommen?
Sind die ersten Bestellungen schon bei euch eingetroffen? 1 im Chat, wenn bei jemand die Bestellung schon eingetroffen ist, 2, wenn nicht. Also ich werde jetzt wahrscheinlich viel mehr 2 sehen, das ist ja ganz klar, weil gestern war der erste Packtag. Aber als ob jetzt heute schon welche angekommen sind, nach einem Tag Versand, also dann müsste ja wohl Expressversand gewesen sein. Also ich bin auch schon echt, und ich glaube nicht, dass, die dass so viele Leute bei ihm sind, ja. Das finde ich auch schon echt, das ist echt ehrenvoll. Ne? Dass so viele auf seiner Seite sind. Ne? Ich bin auch auf seiner Seite, muss ich auch echt sagen, ich guck jetzt erstmal auf, dass die das echte Schweinerei von YouTube ist. Tatsächlich bei vielen schon die ersten Bestellungen eingetroffen. Daniel, wünsch dir noch mal frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Vielen, vielen Dank, Daniel. Dir natürlich auch. Daniel Ehrenmann! Und allen anderen aus dem Chat natürlich auch. Und Tobi, danke dir für deinen Euro im Superchat. Also vielen, vielen Dank für alles und auch an jeden Einzelnen hier natürlich frohe Festtage, falls man sich nicht mehr hört oder sieht. Stani Ehrenmann! Und guten Rutsch ins neue Jahr. Grüß Leon und bleib so, wie du bist. Ich grüße Leon, Bruder. Vielen, vielen Dank, CR7. Was ich sagen wollte... Was wollte ich denn jetzt sagen, Leute? Ich wollte auf jeden Fall noch sagen... Nee, was wollte ich denn sagen? Stani Ehrenmann! Die Spenden bringen mich wieder aus dem Konzept, Leute. Vielen, vielen Dank, Moin Ju, für deinen Euro im Superchat. Auf was wollte ich denn gerade nochmal eingehen? Ich wollte auf jeden Fall sagen... Ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, auch genug, weil ich glaube, er hat auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil er einfach nur geschockt ist davon, dass er gestrikt worden ist von YouTube, was ich echt nicht nachvollziehen kann. Das ist auf jeden Fall, ich mache jetzt exklusiv das Video für dich, weißt du was, um mich für dich stark zu machen, ne, wie scheiße YouTube eigentlich ist, ne, dass er einfach so ein Top-Kanal wie dich fallen lässt, ne? Auf jeden Fall Küsse gehen an dich raus, ne? Mach weiter so.